Herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity. Sommi ist mir zurück in unserer kleinen Stadt Lazarev. Und vielleicht bemerkt es der eine oder andere schon mal, es hat hier ein bisschen was getan. Ja, eigentlich sollte es hier Part 17 sein, aber es ist jetzt Part 16. Weil Part 16 war scheiße, deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehme ich Nummel auf. Und zwar, wir haben jetzt einiges gemacht im letzten Part, den was ich leider nicht mehr bringen kann. Wir haben jetzt hier so eine Verbindungsstraße mit der Stadt, damit eben ein paar mehr Bürger hier rauskommen zum Flughafen und zu den Bahnhöfen hier außen. Außerdem, das Casino habe ich auch weggerissen. Zudem haben wir jetzt hier ein Krankenhaus, ein voll ausgebautes Krankenhaus. Genauso, also eine Klinik ist ja nur kein Krankenhaus. Und hier eine Klinik, die komplett voll ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in diesem Part ein großes Krankenhaus mal hinstellen. Gut, was haben wir nur im letzten Part? Jetzt muss ich mich nur ganz kurz erinnern. Ja, hier stehen mittlerweile ein bisschen größere Gebäude. Zudem, wenn wir uns mal auf unser Geld hier unten schauen, die haben jetzt 1,1 Millionen. Ja, hier haben wir... Weißt du, ich glaube, über eine Million von drüben rüber geschickt, und ihr seht, wir machen momentan richtig Minus. Und zwar in diesem Part werden wir jetzt erstmal kurz ein paar Schienen abreißen, weil die taugen wollten wieder mal. So, einmal die hier. Tschüss. Gut, weil keine Ahnung, ich habe mir gedacht, na toll, jetzt ist die Schiene auch weg. Gut, jetzt müssen wir kurz eine Schiene verlegen, aber keine Sorge, das wird jetzt nicht den ganzen Part wieder dauern, wie beim letzten Mal. Gut, jetzt würde ich sagen, wieder frei zeichnen. So hin, gut, dann passt es auch wieder. Gut, jetzt war die Zwischenzugstrecke, finde ich, war ja relativ sinnlos. Gut, auf jeden Fall machen wir momentan sehr viel miese. Und jetzt werden wir erstmal in diesem Part unsere Ölquelle nur eine Tram bauen. Und zwar, wenn wir auf unsere Karte schauen, dann sehen wir genau Öl. Ist natürlich das meiste hier drin, aber hier draußen ist auch was. Und da werden wir jetzt eine Ölquelle aufbauen. Eine zweite. So, wo haben wir eine Ölquelle? Bohrung. Eine Raffinerie wäre natürlich auch nicht schlecht. Was macht die besser? Warte, ich muss kurz schauen, was macht denn die Referende? Ja, machen wir eine Ölquelle, ist egal. Dreh dich mal. Dreh dich. Ich will es nicht so hinbauen, ich will es anders hinbauen. Ja, genau so. Nein, lass es doch so, wie es ist. Ja, genau. Das Spiel will mich schon wieder trollen, ich merke schon. Gut, auf jeden Fall, wenn wir es hier hinbauen... Dann bauen wir es hier hin und dann müssen wir die Kräne halt irgendwie so verlegen. Wo ist die Straße? Ich muss kurz schauen, wo die Straße ist. Dann ist die Straße genau... auf der anderen Seite. Also müssen wir es hier vorne hinbauen. Gut, dann bauen wir es hier hin. Hier, genau hier hin. So, und jetzt belegen wir erstmal die Straße. So, wir können ja hier bearbeiten wieder mal. Die Zufriedenheit sinkt zwar, ich brauche ehrlich gesagt mal ein bisschen mehr Kohle. So, hier haben wir ein Schild hin, dann verlegen wir jetzt eine Straße. Und zwar von hier so weg. Ja, ein bisschen näher vielleicht. Hier wäre es nicht schlecht. Gut, da funktioniert es leider nicht. Dann mach ich mal hier hin und... Wie viel braucht denn eigentlich so Kran? Wie viel braucht denn der Platz? Okay, das geht eigentlich, weil ich will den dann ungefähr an die Straße hinbauen. Müssen wir schauen, ob wir das jetzt frei irgendwie hinbringen. So schaut es jetzt zum Beispiel nicht schlecht aus. Genau, so machen wir das. Dann bauen wir jetzt die ganze... Straße bis vorne hin voll mit Kräne. Diesen Bohrkränen können wir ja genug aufbauen. Hier einer hin. Hier einer und hier noch ein paar hin. So, jetzt hätten wir unsere Ölraffinerie auch ein bisschen aufgebaut. Können wir da auch noch einen reinsetzen? Perfekt, da können wir auch noch einen reinsetzen. Gut, die anderen zwei schenke ich mir jetzt ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt nicht mehr so richtig... Oder können wir vielleicht auf die andere Seite auch noch rüber? Muss man kurz mal ausprobieren. Tatsächlich, wir könnten auf die andere Seite jetzt auch noch welche aufstellen. Das gibt uns natürlich jetzt so neue Möglichkeiten. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal rüberbauen. Das war so, ne, das war ein bisschen zu weit. Machen wir mal ungefähr hier. Natürlich, das wird natürlich Chaos. Na, egal. Das passt schon so. Jetzt bauen wir hier dann auch noch zwei Kräne hin. Einen hier hin. Und den anderen direkt daneben. Okay, wir können gar keinen mehr hinbauen. Ihr dacht, wir können nur zwei Stück bauen, aber anscheinend können wir nur einen bauen. Das heißt, müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder die kleine Straße abreißen. Und diesmal aufpassen, Lambo, nicht schon wieder den Kran mit abreißen. Wenn ich die jetzt wieder abreiße, dann geht der Kran wieder mit drauf, oder? Ausprobieren.
Ach Spiel, danke, dass du mich immer so schön vormachst. Sonst warten mir das Spiel immer für jeden Scheiß vor. Ja, Achtung, da wird was abgerissen. Dann geht alles mit drauf und bla bla bla. Und wenn es dann mal sowas kommt, dann ist es scheißegal. So, jetzt stellen wir schon mal die ganzen LKWs auf. Hier, gut, Limit auch erreicht. Gut, da haben wir jetzt eine zweite Ölquelle. Natürlich was sehr, sehr Schönes. Jetzt kann man natürlich zwei Stück, das heißt, da wird jetzt ordentlich Kohle, hoffentlich, besser gesagt, Öl hoffentlich gemacht. Gut, und jetzt noch eine Frage an euch, die was SimCity haben. Und zwar, die meisten hier meckern, die Steuern, also im Industriegebiet, die meisten meckern, die Steuern sind zu hoch. Jetzt würde es mich interessieren, nach was ich da gehen muss. Wenn ich jetzt hier auf ein Wohngebiet gehe, irgendein Wohngebiet, ja, hier sehen wir es. Da sehen wir wenigstens die Stufe, was das sind. Also, hier sehen wir Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und das ist verlassen, na ganz toll. Also, ich sehe sehr, sehr viele verlassene Gebäude. Das ist momentan mein Problem. Das war auch das Problem im letzten Part, deswegen ist der auch relativ schlecht geworden. So, was haben wir hier außen? Zu hohe Steuern, zu viel Müll. Zu viel Müll, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz, warum zu viel Müll, aber egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder unter 1 Million, das ist schon mal schlecht. Und was haben die für ein Problem? Rohranlage geschlossen, ja, warum? Ah, Mitarbeiter werden gesucht. Ja, keine Sorge, die kommen jetzt dann schon. Und zwar, wir sehen ja hier jetzt keine Stufe. Also soll ich nach der Dichte oder nach der Technikstufe gehen? Weil wenn wir hier unten auf Finanzen gehen, können wir hier die Steuern erhöhen oder senken im Industriegebiet. Aber dann was soll da gehen? Also soll ich jetzt zum Beispiel die hier runtersetzen oder die hier? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bin ich absolut überfragt. Könntest du mal in die Kommentare schreiben, nach was sieht das da gehen soll. So, und jetzt werden wir erstmal schauen, was kann man. Übrigens, mir hat irgendjemand, und zwar der Eis-MKW. Ja, ich glaube, so heißt der Eis-MKW. Abonnent von mir hat mich darauf hingewiesen, ich kann ja schon eine Spielzentrale bauen. Keine Ahnung, ob ich das bis jetzt noch gesehen habe. Und das werden wir jetzt dann gleich auch mal machen. So, das heißt, die bauen wir jetzt am besten hier hin. Gut, da jetzt können wir nicht die großen Casinos dann langsam aufstellen. Die werden wir zwar wahrscheinlich erst im nächsten Part dann langsam aufstellen. Elegantes Casino, also da müssen wir dann schauen, dass das alles gut hinhaut. Und zwar das Casino werden wir dann wahrscheinlich demnächst platt machen, damit eben nur die großen existieren. Und zwar jetzt, keine Ahnung, jetzt lassen wir die Stadt erstmal so weiterlaufen. Mal schauen, ob wir das jetzt dann gut hinkriegen mit unseren Ölquellen, dass die dann gut laufen. Hier sehen wir das Vorrat für 34 Monate, 1100 Barrel pro Tag. Was macht die? Die macht 11.000, gut, wahrscheinlich, weil die erst gerade angeläuft. Gut, währenddessen das jetzt so schön vor sie hinläuft, wir machen übrigens Schulden ohne Ende, aber egal. Will ich jetzt mal ein bisschen was sagen zu SimCity. Und zwar, ich muss sagen, es ist zwar ein schönes Spiel, aber nach ein paar, ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube 40 Spielstunden auf das Spiel, muss sagen, so langsam macht es wirklich keinen Bock mehr. Also ich kann es jetzt wirklich sagen, es macht zwar schön und Spaß, aber so richtig Fiebeln, also so richtig ein geiles Gefühl macht das Spiel jetzt nimmer. Keine Ahnung, ja, also man muss sagen, es ist zwar ein schönes Spiel, aber schon allein diese Scheißbegrenzung hier, da regen sich ja wirklich alle drüber auf. Und ich war ja am Anfang ehrlich gesagt auch der Meinung, ja komm, scheiß drauf, ob die Begrenzung da ist oder nicht. Aber mittlerweile denke ich mir, ja, da könnte man eine wirklich schöne Stadt aufbauen, weil so kann man jetzt hier alles voll mit Wohngebiete klatschen. Und das war's. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so das richtige Ding ist, was man da bräuchte und wie war's, also bin da ehrlich gesagt nur ein bisschen skeptisch wegen dem Spiel. Also ich finde es jetzt nicht mehr so toll wie am Anfang. So, was haben denn hier für ein Problem? Casino geschlossen. Ja, keine Sorge, die kommen doch gleich, die Arbeiter. Ja, und übrigens der Herr liebe Gronk, der Let's Play das Spiel auch. Er hat auch einen ganz netten Part gemacht. Weiß nicht, Part Glücksspielbericht minus 17.000. Ja, toll. Das wird schon, nur keine Sorge. Ja, der hat einen ganz netten Part gemacht, wo er dann mal wirklich 15 Minuten versucht hat, in seine Welt hineinzukommen, beziehungsweise eben eine neue zu erstellen, und es hat nicht geklappt. Es hat auch einen riesen Kritikpunkt auch von mir, dass es nicht so richtig funktioniert. Und deswegen muss ich sagen, SimCity war ein cooles Spiel, muss man sagen, aber so richtig überzeugen kann es mich nicht. Also ich muss sagen, es wird zwar als Let's Play von mir, aber ich weiß nicht, ich werde jetzt wahrscheinlich so 25 Parts machen. Das heißt, ich werde jetzt hier nur ein paar Casinos hinstellen, hier nur alles zubauen irgendwie. Und dann wird das auch wahrscheinlich beiseite gelegt werden. Vielleicht, wenn ich ab und zu mal Bock habe, dann werde ich es vielleicht mal auspacken. Aber sonst, ehrlich gesagt, das Spiel kann sich bei mir jetzt leider nicht durchsetzen. Zum einen wirklich wegen den Begrenzungen hier, die was die Stadt viel zu klein machen. Weil wenn ich jetzt mal schaue, ich mache jetzt 7.000 Miese pro Stunde. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt irgendwie noch was dran bauen soll. Also
Es sind einfach zu wenig Möglichkeiten zum Reagieren. Zumindest für dich das so. Ihr könnt ja eure eigene Meinung haben zum Spiel. Läuft es eigentlich? Nein, die stellen immer nur Leute ein. Ja, und sonst ist, man muss sagen, es ist auch wirklich nur ein bisschen heftig verbuggt, weil wenn jetzt angenommen in meine andere Stadt übergehen, in den Trailer Park, dann und dann wieder zurückgeht, dann ist hier absolutes Chaos. Also dann funktioniert nichts mehr. Da funktioniert kein Wasser mehr, da funktioniert kein Abwasser mehr, da funktioniert nichts mehr. Die brauchen da erstmal wieder 2, 3 Tage, bis die überhaupt dann wieder alles funktionieren haben. Und dann sind die Gebäude hier außen 2, 3 Tage ohne Strom. Die hauen natürlich dann alle ab und dann ist das ganze Chaos wieder da. Genauso wie Müllanlage, die funktioniert auch nicht so richtig, weil wenn wir hier draußen mal hingehen, vorhin habe ich hier ein paar Gebäude abreißen müssen, weil zu viel Müll da war, obwohl wir von der anderen Stadt drüben Müll wegen bekommen und hier unsere eigene Müllhalde haben. Also ja, wahrscheinlich sollen wir dann 2 Müllhalden aufbauen, eine hier und eine hier, aber da es so wenig Platz gibt, können wir das auch nicht machen. Ja, das wäre jetzt mal so ein bisschen Kritik von mir. Ihr könnt mich jetzt zwar da total drüber aufregen. Hier sehen wir es wieder zu viele Keime. Genau, wir wollten ja nur ein Krankenhaus aufstellen. Krankheit, zu viele Keime. Gut, dann werden wir das auch mal machen. Oh Gott, so viele Gebäude ist wieder abreißen. So viel verlassene Gebäude, zu viel Müll, zu viel Müll. Das verstehe ich nicht. Warum ist hier zu viel Müll? Krankheit, obwohl direkt ein Krankenhaus daneben ist. Zu viel Müll. Genau, darüber habe ich mich im letzten Part nicht auch richtig aufgeregt. Und zwar, hier draußen ist ja die Klinik. Und ich weiß nicht, hier in dem Haus angenommen, also die waren wirklich direkt daneben, die Häuser. Und hier war es überall krank, krank, krank und die sind einfach nicht in die Klinik reingegangen. Keine Ahnung warum. Wir haben da genug Krankenwagen, wir haben genug alles. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht kurz verstanden. Und so wie es ausschaut, sind gerade meine Kopfhörer verreckt, weil ich höre nichts mehr. Moment, ich muss mal einen ganz kurzen Schnitt machen und schauen, was da los ist. So, jetzt sind wir hier zurück, haben wir ja nur mit Glück gehabt, Kopfhörer sind nicht verreckt. Auf jeden Fall höre ich den Ingame-Sound, also dieses Tim, 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 also dieses erholsame Geklimper höre ich jetzt nicht mehr. Das ist natürlich sehr gut, aber wenn ich näher hingehe, dann hört man das schon und bin ja gespannt, ob das im Video auch so ist. Also etwa liegt es an meinen Kopfhörer. Glaube ich jetzt zwar nicht, also ich glaube eher, dass es am SimCity mal wieder liegt, also ist mal wieder irgendwas kaputt. Ist ja was ganz was Neues bei SimCity, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt mal diesen Part wahrscheinlich ein paar Ingame-Geräusche, aber ich wollte jetzt eigentlich nur ein Krankenhaus aufbauen. Und so, wo bauen wir das am besten hin? Am besten hier an die Hauptstraße hier hin. Oder? Schauen wir, wie groß das überhaupt ist. Ich glaube, das ist riesig, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich ja in der anderen Stadt auch drüben. Krankenhauskapazität, ja, das ist riesig. Hey, der Sound ist zurück. Ich hab's gerade gehört, der Sound ist doch tatsächlich zurück. Oder brauchen wir überhaupt eine Klinik? Schaut dann jetzt nicht so aus. Komm, die würden das schon noch schlagen. Unsere kleine Kliniken, aber die ist komplett voll. Das heißt, wenn wir die abreißen und eine Größe hinbauen. Das machen wir mal. Jetzt reißen wir die mal ab. Ja, planieren. Und jetzt stellen wir ein großes Krankenhaus genau dahin. Es hat keinen Platz. Warum hat es keinen Platz? Spiel. Okay, wir können es leider nicht dahin bauen. Dankeschön, Spiel. Das heißt, wir müssen die eine. Und die können wir auch nicht nur abreißen, die eine Feuerwehrwache hier. Das heißt, wir dürfen nur einen neuen Platz raussuchen. Jetzt ist natürlich absolutes Chaos, weil wir kein Krankenhaus haben. Ein Baum muss einfach mitten rein hier. So. Das habe ich gerade als SMS gekriegt. Hat man es gehört? Ich glaube nicht. Oder bauen wir es ans Ölgebiet hin? Genau, dann bauen wir es einfach hier hin. Ist jetzt scheißegal. So, jetzt ist auf jeden Fall mal hier dran. Und jetzt müssen wir hier natürlich auch einiges dran bauen. Hier sehen wir das medizinische Wunder. Oft, das reicht jetzt dann. Gut, jetzt bauen wir schon mal hier ein schönes Schild hin. Dann bauen wir natürlich Sandkasten hin, ohne Ende. Geld spielt ja momentan keine Rolle mehr. Und die Krankenflügel, ja gut, das brauchen wir momentan noch nicht. Notfallzimmer, Patientenflügel, Wellnesszentrum, ja, die können wir alle im nächsten irgendwann mal wieder dran bauen. Auf jeden Fall, hier haben wir auf jeden Fall ein neues Krankenhaus. Die stellen aber erstmal Leute ein. Und die mein Musik ist zurück, ich freue mich gerade echt. So, aber jetzt könnte man natürlich gleich mal wieder großes Casino aufstellen. Ist natürlich absolute Idiotie, nachdem das kleine Casino total beschissen läuft. Aber jetzt bauen wir schon mal Science Fiction Casino auf. Und zwar bauen wir das jetzt mal hier hin. Und Nobles Casino bauen wir auch beim besten gleich mal auf. Und zwar bauen wir das hier hin. So, jetzt haben wir 2 Casinos. Ist natürlich absolute Idiotie, aber ich will jetzt das einfach hinstellen. Die sind leider nur beide unbesetzt. Wird jetzt dann schon irgendwann noch kommen, die
Menschen auf jeden Fall mal 10.000 momentan eine Stunde minus, aber zum Glück haben wir unsere Ölquelle, die was nur gut Kohle macht. Schauen wir doch mal drauf, wie es momentan ausschaut. Ja, wir machen 9.000 mit jeder Öllieferung. Also sollten wir eigentlich da auf den grünen 2 kommen. So, unser Gesundheitsproblem hat sich somit auch wieder gelöst. Unser Krankenhaus ist natürlich ein Riesenteil. Können wir mal ein bisschen näher anschauen. Ich muss sagen, die Grafik sieht so gar nicht schlecht aus. Also da hat sich EA wirklich Mühe gegeben. Gut, Grafik kann man EA ja meistens eh nicht was nachsagen. Also die sind ja alle richtig Grafikbomben, die Spiele von EA. Sieht schon geil aus. So viel kann man sagen. Krankenhauptklinik hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir unsere Finanz wieder mal halbwegs in den Griff kriegen, weil wir machen momentan 8.000 Miese in der Stunde. Und das ist jetzt nicht so von Vorteil. Gut, das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Parts irgendwann mal eine Sehenswürdigkeit aufbauen. Was hat denn unsere große Gesundheitsprobleme? Ja, die sind doch schon alle unterwegs. Die würden das jetzt schon irgendwie in den Griff kriegen. Und ich überlege mir gerade, ob ich vielleicht hier draußen irgendwo eine kleine Klinik nur hinbaue. Mal schauen, wie viel Platz sie wegnimmt. Irgendwie hier so hin. Hier rein irgendwie so. Ja, so sieht's gut aus. Gut, dann werden wir hier noch eine kleine Klinik aufmachen, damit unser Krankenhaus nicht so überlastet ist. Und die sammeln auch alle ein. Gut, soweit so gut. Da ist ein verlassenes Gebäude, zu viel Keime. Ja gut, das war mir fast klar, dass das jetzt passiert. Was haben wir hier? Zu hohe Steuern. Ja, das verstehen wir noch nicht so ganz. So, was haben wir hier? Eine Verletzung. Nee, das kleine Gebäude, Willi. Ja, genau, du da hinten. Ja, zu viele Keime. Tschüss. Und irgendwo haben wir noch zwei hier draußen. Zu hohe Steuern. Zu viel Müll. Verstehe immer noch nicht so ganz, weil wir auf unsere Müllkarte jetzt mal schauen. Müll, Müll, Müll. Sehen wir, Recycling ist überall ganz gut, aber überfüllt ist hier nichts. Also, wenn jetzt irgendwo was rot oder braun wäre, dann wäre es absolut scheiße. Aber es ist alles grün, also passt ja nochmal. Also, wir machen gerade ordentlich Minus. Was ist das für Musik? Keine Ahnung, ich habe auf einmal ganz komische Musik auf dem Ohr. Also heute backt SimCity mal wieder ordentlich bei der Musik rum. Keine Ahnung, was da schon wieder kaputt ist, ist aber gewöhnt. Oh, und das sieht geil aus. Hier sehen wir es, ich hoffe, dass ich das jetzt bei Nacht auch noch mal herkriege, die Casinos. 2000 Verlust, 6000 Verlust, aber das wird jetzt dann schon schauen. Die ganzen Besucher stürmen an wie sonst was. Also ist wahrscheinlich eine ganz gute Sache, dass man jetzt die Casinos aufbaut. Mal schauen, ob die jetzt auch gut zum Laufen kommen. Wäre natürlich absolut klasse. Was kann man eigentlich bei den Casinos alles dran bauen? Gut, bei dem können wir einiges dran bauen. Was sind das? Holographisches Schild. Casino-Leuchtschild. Raketenzimmer. Raketenzimmer-Turm. Oh, da können wir auf jeden Fall nur richtig spielen damit. Was haben wir hier so alles geboten? Im noblen Casino? Moment, gehen wir gleich kurz drauf. Leuchtendes Casino-Schild. Oh ja, da können wir nur richtig, richtig cool damit rumspielen. Hoffentlich habe ich den ganzen Casinos genug Platz gelassen, damit ich die ganzen Sachen aufbauen kann, aber das wird schon werden. Übrigens, so viel Minus machen wir in der Stunde, gar nicht mehr nur 4.000. Und unsere Casinos, die werden jetzt dann nochmal ins Rollen kommen, hoffe ich. Gut, das kleine Casino da oben, das wird jetzt dann wahrscheinlich dicht gemacht. Und die hier machen auch schon wieder dicht. Warum? Vier verlassene Gebäude mal wieder, zu hohe Steuern, zu hohe Steuern. Zu hohe Steuern im Industriegebiet. Ja, da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ich dagegen machen soll. Ja, ich weiß schon runtersetzen, aber ich weiß nicht, welche Stufe. Also Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3, weil die sind ja eigentlich alle Technikstufe 3 oder 2. Und soll ich nach der Technikstufe gehen oder nach der Dichtestufe oder nach was soll ich genau gehen? So, jetzt wollte ich die Nummer irgendwas abreißen, aber jetzt habe ich leider vergessen, was. Hier zu viel. Nein, das war das Falsche, egal. Der kommt schon gleich wieder ankommen. Zu hohe Steuern. Okay, wir müssen echt was machen, dass wir die Steuern machen. Das heißt, die Stufe 2 setzen wir jetzt mal um 1% runter. Die sind anscheinend echt zu hoch. Gut, sonst läuft da ja alles ganz gut. Wir haben ein Gesundheitsproblem. Warum? Großes Gesundheitsproblem. Ich sehe jetzt eigentlich nicht so, was sie genau damit meinen. Großes Gesundheitsproblem ist für mich was anderes, aber egal. So, jetzt warten wir nur bis Nacht wird, damit wir die schönen Casinos da mal bei Nacht besichtigen können. Und gut, ich werde wahrscheinlich im nächsten Part dann ein bisschen mehr Kohle und es sieht geil aus. Das taugt mehr als das da, so viel ist schon mal klar. Das Science Fiction Casino macht mehr Licht als das da, aber schauen wir, wie machen sie Kohle? Ja, 9.000.
Ja gut, bisschen hapert es nur mit dem Ganzen. Ich werde wahrscheinlich, natürlich, die Straßenbahn wollten wir auch noch bauen. Also hier wird wahrscheinlich eine Straßenbahn hinter verlaufen, einmal hier rum. Hier hinter, das können wir natürlich im nächsten Part dann auch noch machen. Also es stehen nur einige Gebäude aus, die was wir bauen wollen. Gut, aber dann würde ich sagen, der Part war lang genug. Wir sind jetzt bei Nacht, das heißt, ich werde es mit einem schönen Bild beenden, so die schönen Casinos. Da werden wir nur Spaß damit haben, die restlichen Parts. So, im Übrigen, ich weiß schon, was nach SimCity kommen wird, beziehungsweise gleichzeitig mit SimCity. Aber das werde ich ja schon die nächsten Parts dann erzählen. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Der Part ist jetzt wieder ein bisschen kürzer geworden, weil ich weiß nicht, ja, ich halte jetzt am besten ein bisschen kürzer, weil die halbe Stunde Parts sind schon sehr, sehr lang, muss ich sagen. Also, ich würde dann sagen, ich beende den Part hier mit so einem schönen Blick auf unsere Casino-Welt, die noch sehr klein ist, aber die was noch riesig wird. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, ja, die machen schon ordentlich Verlust. Gut, da müssen wir auf jeden Fall schauen, was wir in die nächsten Parts damit machen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play SimCity.